Von Xena Nice, heute gibt es wieder ein Glitch Tutorial, mehr oder weniger ein Transponder Glitch Tutorial, out of map, Rave in the Red Woods. Also einfach, wie man den Transponder macht, das wisst ihr eh alle, die Herausforderungen machen mit den Distanzabschüssen und dann den Transponder aufnehmen. Und dann das Boot noch fertig machen und mit dem Boot rüberfahren zur Insel. Und ganz einfach oben bei den Stiegen. Einen Zombie überlassen und am Schluss selber am besten. Zack. Und man ist out of map. Und wir sind out of map. Und dann müssen wir hier. Ich gehe immer den leichten Weg, ist mir immer lieber. Umso knapper, umso besser. Zack. Müsst ihr hier drüber, links rüber. Links bei den Steinen vorbei. Hier den kleinen Weg rauf. Das ist eine Art Weg. Da müsst ihr euch hinlegen, crawlen. Und dann seid ihr hier. Und dann geht's ab. Und hier müsst ihr euch nur eine Position finden, wo vorne die Zombies stehen. Weil keiner mehr spawnt, einfach ganz vorne hingehen. Aber hier hitten euch die Zombies. So wie bei mir jetzt an ein Zombie fehlt. Weiß ich nicht, wo der jetzt ist. Vorne spawnt er. Oder kann ich gleich ausprobieren, wie es geht. Darum einen Zombie überlassen, dann ausprobieren, wie man am besten steht. So ist es am besten. So schlägt man sich. Normalerweise, ja genau. Sieh dir an, was du getan hast, du kleines Arschloch. Ich kann hier die Power-Ups aufnehmen und alles aufnehmen noch. Also recht super Glitch. Viel Spaß beim Nachmachen. Also einfach nur die Transponder-Granate fertig machen. Drüben bei der Stiege ins Nichts schmeißen die Transponder-Glitch, die Transponder-Granate. Und einfach den Weg, den ich hier gegangen bin, einfach nachgehen, hier hinstellen. Hier ist der beste Spot. Und da oben kann man sich nachher, wenn man zurückgeht, noch Munition holen von der Sniper. Zu werden.